Hallo, wir sind's wieder, ich, Alex und zweimal Jean. Ja, ihr habt richtig gehört, Zuckerstute hatte leider einen akuten Anfall von Explosion und weilt nicht mehr unter uns. Naja, gedenken wir all der guten Zeiten, die wir mit ihr hatten. Traurig. Nun, jetzt wird ihr kleines verkrüppeltes Fohlen Jean jedenfalls den Job übernehmen und wir erwarten große Dinge von dir. Große Dinge, Jean. Ja, er ist doch immerhin gemacht für die Führungsstelle. Er ist doch ein geborener Anführer. Das hat ihn nur ein Toter gesagt. Ja. Freckled ja. Jesus. Das hat ihn nur ein Halbtoter? Wie ist denn das jetzt? Nein, ich glaube, wenn man halbiert ist, ist man ganz tot. Ist ein bisschen irreführend, aber so ist das. Habe ich auch nie verstanden, warum. Komm schon, Jean. Jean, du bist so scheiße. Bam, oh wow. Ja, nicht mal genau die im Getränkeautomaten kannst du stehen. Och, der einsame Busch der Einsamkeit. Fuck, es sieht so einsam aus. Los geht's. Woohoo, Jean, bleib auf der Straße. Meine Fresse. So, jemand will Anführer werden? Du reitest mal am besten noch ein Stückchen vor. So ist der Plan. Du willst mich jetzt Minenratter verwenden, gib's doch zu. Ja. Wir alle wissen, Titanen machen sowas. Vor allem, wenn sie in dunkel... Also, na gut, theoretisch machen sie das wirklich. Also nur keine technischen Minen, sondern Titanminen, die in dunklen Seitengassen sitzen und darauf warten, dass... Oh, fuck it! Was sollte der Scheiß? Oh, Scheiße. Das ist aber auf so vielen Ebenen Jeans und Schuld. Ja. Ey, echt mal. Jean, du bist so dermaßen scheiße. Genau wie das klingelnde Handy. Jean, hör auf mich anzurufen. Wow. Oh. Dann hab ich einfach weggebissen. Ein Punk ist das, ist ja noch schöner. Ja, der hatte ich auch. Dich hat er, glaube ich, irgendwie direkt umgehauen. Ja, weil er einfach auf mir drauf gespawnt ist. Ich hätte einfach weggebissen. Jetzt komm her, du kleiner Justin Bieber, du. Oh fuck, ich stehe so gut. Ich war gerade so gut eigentlich. Nicht den Nacken schütteln. Yes! Ich habe einen Punk getötet! Damit bin ich Gott geworden. Bin ich hier. Ich glaube, wenn ich Gott war, dann war ich. Bin ich gleich Jesus. Oh fuck. Ergo der Tod. Oh shit! Was ist das für eine Musik jetzt? Die hatten wir doch noch nie. Wow, du fährst also einfach nur rum und Leute geben dir Geld? What the die fuck? Team Rocket ja lieben. Was aber ist das sicher. Jetzt? Und das wenn nicht, brennen wir einfach. Das ist bei mir? Dann mache ich kurz einen Aufnahmestopp. Okay. And now a message from our sponsors. Wir sind wieder da und ich blute und irgendwie ist alles seltsam. Keine Ahnung, was gerade abging, aber ja. Wir sind wieder mitten im Geschäft und ich belange. Ich hab ihren Nacken erwischt einmal. Yes! Los, eine Geschichte. Ist gut. Ja. Sie sind wieder. Ihren Arsch. Nein, Zuckerstute! Ich meine, Jean. Du bist ja Jean. Entschuldigung, nein, ich hab mich für einen Moment viel zu cool gehalten. Ja. Oh ja, da will ich hin. Oh, das war knapp. Das muss wehtun. Das muss wehtun, was ich hier mache bei ihr. Ah, das tut aber, glaube ich, auch weh. Irgendwie weiß ich nicht, ob wir diese Folge jugendfrei machen können. So, jetzt wieder. Yes, yes! Ja, ich rasiere dir die Haare weg! Und das Letzte, was ich tun sollte, wie sich meine Prophezeiungen immer erfüllen. So. Wir sind so gut, wir sind ihr so überlegen. So dermaßen. Ja, nein! Ich sollte keine Hoffnungen legen, das führt immer nur zu sexueller Belästigung? Scheinbar. Ja, das ist das Geräusch, das ich mache, wenn ich angepisst bin und blute. Okay, das war jetzt seltsam. Nope, I'm out of here. I'm want to be out of here. Wow. Ja, Anis Kniescheibe war doch nie so beeindruckend. Was macht ihr jetzt hier, Fanboys? Mann! Komm einfach schon. Hey, das war jetzt nicht cool. Immer noch nicht cool. Nicht cool, wird nicht cooler. Wir haben sie fast. Ihr seid alle voll die. Ihr seid alle Hipster, ihr seid nicht halb so cool, wie ihr denkt. Ah, ich hab ihre Brüste erwischt. Ich hab in meinem Leben Brüste angefasst, jetzt kann ich sterben. Fuck, ihr Leben ist ja rot. Das heißt, sie ist kommunistisch, würde ich sagen. Dann bin ich jetzt super kommunistisch. Wie schön zusammenhanglos ich jetzt Wort an Wort reime. Das ist toll. Wow. Bitte sag, dass sie tot sind. Oh. Also zwei. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Auf jeden Fall zwei habe ich schon erwischt. Ich sterbe nämlich vorher. Das beide erwischt? Nicht schlecht.
Sven, die sind ja drei. Ja, ich weiß, trotzdem. Wir müssen halt die kleinen Erfolge zu schätzen wissen. Egal, Annie hat nur noch 312 Leben, wir haben sie fast. Das ist schön. Aber hier ist noch ein hyperaktiver kleiner Bruder. Ich will ihren Schlüpfer stehlen, aber leider konnte ich das nicht. Nein, ich wollte ihren Fuß erwischen. Boah, jetzt hat sie einfach weggekickt. Ihr Fuß zu erwischen ist die einzige Chance, mit der man sie halbwegs fertig macht. Ja, ich glaube, wir müssen sie jetzt erstmal zuerst den Weg räumen. Das befürchte ich auch. Und darum gucken wir uns in ihre Brüste. Das war ein schöner Tod. Okay, das war nicht gut durchdacht, aber... Ja! Ja, genau! Oh nein. Jawohl. No! Naja, wie gesagt, ich habe meiner Meinung nichts hinzuzufügen. Scheißdreck. Nein, verfehlt! Nein! Der behindertste Regentanz in der Geschichte aller Zeiten. Die Geschichte aller Zeiten. Oh. Wenigstens sterbe ich so. Fuck you! Fuck you! Gott, ich hab den Knecht erwischt. Scheiße. Was hast du erwischt? Ich hab eigentlich den Knecht erwischt, aber daraus kommt nichts. Nein, nicht zerquetschen! Oh, danke! Oh, Mann, das galt für euch alle! Das galt für euch alle! Nicht auf Jean springen! Jean, wegen dir sterbe ich wieder. Boah, ja genau, ich bin vom Jumper erledigt, weil das nicht vor ihm ist. Ich damit aber ich dann wieder drauf werde. Scheiße ist das. Ich denke, das ist auch ziemlich scheiße, was da passiert. Ja, ich glaube, ich habe recht. Boah, Mann, Annie! Fick dich! Ich habe gar keine Zeit, lustig zu sein, weil ich hier einfach so der... Ich steht! Für einen Moment war ich gerade still. Das war so schön. Ich hab irgendwas getroffen! Ich glaube, meine eigene Beine. What? Nein, nicht! Immer noch. Oh, der Überblick. Liebst du diesen Modus auch so wie ich? Weißt du, wenn die ganzen kleinen Titanen nicht, dann könnten wir Annie jetzt locker fertig machen. Ja, klar, könnten wir. Dann versuchen wir das in der nächsten Runde auch. Nein! Woohoo! So. Ja, du notest dich gerade gut. Ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen aufteilen. Sie beschützt den Nacken, was ist das denn? Oh, ja, da unten war's. Ach, da unten war's doch schön gerade, verdammt. Du aller Cockblocker, du. Strike the Neck, jawoll! Was? Ich hab's geschafft, wieder dieses Seitwärts. Schön 1656. Hast du die getötet eigentlich? Sehr geil. Ja, sicherlich habe ich. Ich denke schon. Ja, hast ja. Du wahrscheinlich. Was? Nein. Doch, du hast, glaube ich, Annie getötet. Was? Verarsch mich nicht! Ja doch, du hast doch irgendwie vorhin was gesagt von, sie schützt ihren Nacken, dann kam irgendeine Schadensanzeige, dass du ihr Schaden irgendwie gemacht hast. Und danach, und jetzt taucht sie irgendwie nicht mehr auf. Ich denke, damit ist endgültig geklärt, dass ich der Bessere von uns beiden bin. Fuck, das war... Alter, reines Glück war das! Ja, genau das hier. Das hier. Jetzt steh schon auf, ich will nicht länger auf dir liegen, ist unbedingt nötig. Fuck. Nein! Ach ja, stimmt ja. Jumper, ihr seid ja scheiße. Hab ich ganz vergessen. Die ganzen hyperaktiven Kinder. No! Ach, diese Chancengleichheit. Ich versuche jetzt mal auf Jean aufzuspringen und vertraue darauf, dass er irgendwas reißen wird. Wow. Du hast mich positiv überrascht, Jean. Look at my horse. My horse is nein, mein Horse ist nicht amazing, es ist nur Jean. Renn erstmal weg, Alex. Reite erstmal weg und versuche dich zu vereinzeln. Ich dezimiere hier gerade gut. Ich brauche bloß irgendeine Ablenkung. Das übernehme ich. Hier, schon mal das. Ich grab den Hook, ne Pferd gesehen. Wenn die das nicht ablenkt, weiß ich auch nicht. Oh, das hat sich zu Tode abgelenkt. Geil. Oh, den wollten wir ja mal. Nicht auf Jean! Ignoriere den verfickten Jean. Nein! Scheiße. Freundschaft? Ja, ich denke, der will mir jetzt mein Freund sein. Titan Buddy. Ist tot. Warum haben wir gefailt? Annie ist tot, so wie ich das sehe. Wir haben eigentlich noch 2 Punkte. So wie ich das sehe, haben wir eigentlich richtig hart gewonnen. Weil ich habe Annie getötet. Ja, ihr habt richtig gesehen. Dann wissen wir ja jetzt diesmal nur noch auf Annie erstmal. So gut es halt geht. Na, reicht schon mal vor. Ja, komm schon, Jill. Wir werden wahrscheinlich erstmal wirklich nur jeder einen Punkt machen. Glaube ich auch. Damit das erstmal schneller geht. Jo. Aha. Wenigstens Spawn sieht. Oh, klar. Ich wollte gerade sagen, wenigstens Spawn sieht diesmal nicht einfach vor einem, aber scheinbar war ich wieder mal zu optimistisch.
Okay, das wird wohl nichts mit jeder einen Punkt. Sieht nicht so aus. Ja, ich blende sie zwar ganz fabulös, aber mehr auch nicht. Na, was zu beweisen war. Fuck. Oh, da rede ich nicht um. Das ist nicht gut für die Augen. Nicht auf Jean. Das müssen wir echt mal fixen, dass er sich nicht immer sofort zum Pferd huckt, wenn es in der Nähe ist. Oh nein. Justin! Oh, nein, Justin! Oh, doch, Justin. Oh, fuck. Unten natürlich noch gleich direkt. Ich lebe? Ich lebe! Hast du gesehen, wie ich lebe? Jetzt wirst du es nicht mehr sehen. Jetzt solltest du eigentlich blind sein. Fuck it. Wuhu! Trotzdem bin ich beeindruckt, wie ich hier weiterlebe. Aller Logik und allem Gameplay. Oh nein, Justin. Ich frage mich, wenn die sich gepackt haben, ob ich dann, wenn ich ein Kniekehlen durchtrenne, ob ich dann nur noch ein linker Arm bin. Scheinbar ja. Oh, wieder. Nein, er hat mich! Justin hat mich! Und ich hab Jean! Ich bin 3 Kilometer weit weg. Ah, scheiße. Ah. Was ist das denn? Wieso spawnt die denn dieses Mal plötzlich dort? Verdammt, heißt du Justin. Oh. Das ist heftig. Zumal, warum verlieren wir so viele Punkte? Wir haben gerade eben mehr getötet als die uns eigentlich. Sie haben uns beide getötet. Weg da und hin da und nicht sterben. Ja, das ist ein guter Plan. Endlich kann ich mir wieder auf einen Bauchtrampolin springen. Wieso? Er hat mich. Fuck, welcher? Der Blonde. Fuck, ich sehe durch den ganzen Rauch nichts. Mm. Leider zu spät. Das merke ich. Ach, scheiße. Das sind irgendwie so viele Punkte, das ist fast... Tja, ich kann es mir auch nicht erklären. Darum hüpfe ich einfach wieder in die Schlacht. Und hocke mich in den Handrücken, weil ich suizidal gefährdet bin. Ich brauche Hilfe. Warum hört mich denn keiner? Selbstmord-Hotline, kommt schon. Das kann nicht so weitergehen. Okay, das ist echt komisch. Wir verlieren... Nein, was? Warum hocke... Ich gar nicht an dem scheiß Gebäude gehuckt. Erik, wir verlieren Punkte, wenn wir Titanen selbst töten. Weil wir Titanen töten? Ja, also, boah, wurde gegrappt. Gott, der Schiedsrichter ist einfach scheiße. Ich wurde vom Blonden gegrappt. Ne, guck mal, wenn wir sterben, verlieren wir um die 8 Punkte. Wenn wir den Titanen töten, verlieren wir 2 Punkte. Ich verstehe das gerade nicht, das Prinzip dahinter. Ich glaube, wenn wir sterben, geben wir ihnen einfach Energie. Und wenn sie sterben, verlieren wir Energie. Es ist fast so von den Punkten abhängig irgendwie, dass wenn irgendwer stirbt, dann eine Punkteverrechnung kommt. Aber sie verlieren ja fast nichts. Sie verlieren ja fast keine Punkte. Na, ich meine, ich finde das eigentlich sehr fair. Guck mal, wenn sie sterben, dann gewinnen... dann verlieren wir Energie, aber wenn wir sterben, dann gewinnen sie Energie. Das macht doch Sinn. Ja, wo ist denn der Vorteil für uns? Das war ein Scherz. Es ist scheiße. Und darum... Woohoo, I'm the Levi Rocket. Genauso wie wenn du mit dem Titan im Kreis stehst. Der Titan kann viel schneller einnehmen als du. Ja, das ist, er ist ja auch sehr viel größer. Ja, Größe ist doch entscheidend. Warte kurz. Das hat jetzt wehgetan. Also mir nicht, wenn es gewaltig. Ja. Ja, genau. Ach nö, nein! Nein! Oh, doch. Wenn mein Handywecker geklingelt hat, kommt natürlich Annie. Well, fuck you too, Annie. Ja, das kommt ja komm doch! Ich hab keine Angst vor deinen prächtigen, hautlosen Brüsten. Boah, ich huck mich an sie ran, mach einen Schlag so in ihre Bauchgegend. Dann flieg ich mit dem Hook wieder ein bisschen weg und sie macht einfach Dropkick und ich bin... Yay, ich sitze an unserem einzigen Spawnpoint. Geil! Alter! Was ist denn hier los? Jean! Die ist sogar noch OP als vorher. Sterben macht sie stärker. Das ist wie mit... Jesus? Komm schon! Alter, wie? Sie hat genau gegen meine Klingen getreten, sie hat sich eigentlich voll die Fußchen aufschlitzt. Ich hab ihr eben gerade zweimal die Fußchen aufgeschlitzt. Ja genau, sie weicht natürlich aus. Oh, tot. Sie kickt nicht mal in meine Richtung. Jetzt mach doch mal, ich hab Tasten gehämmert und er macht gar nichts. So. Ach, ja, jetzt bin ich tot.
Jetzt darf ich nicht mal die prächtig gebückte Stellung genießen. Habe ich jetzt auf ihrem Nacken gebreakdanced oder habe ich nur über ihre Brüste getatscht? Kann man sie eigentlich blenden? Muss man doch eigentlich auch können. So aber nicht. Was? Gar kein Special Boy? Normale Titanen wie dich gibt's auch noch? Das freut mich. Alter, sie steht viel zu schnell auf. Ja, das ist wahr. Ich bin nur eine Laus in deinen Haaren. Hätte klappen können. Ihr könnt mich auslachen, aber es hätte klappen können. Schon wieder. Ich hab sie gerade dreimal zu Boden gezwungen, von denen wir zweimal irgendwas damit machen konnten. Humanity. Nein! Oh, ja, danke. Ja, geil. Das ist jetzt. Woo! Woohoo! Wieder ihre Brüste, ja. Ich hab dein Sixpack ruiniert. Jetzt findest du mehr Männer als vorher, glaube ich. Fußsehne. Hab ich. Naja, irgendwas habe ich getroffen, das war eigentlich auch früher Fußsehne, aber. Und Justin. Sag mir nicht, dass. Der hat wunderschöne Augen. Ach, Leute. Das ist nicht witzig. Tot. Sie tritt nicht mal in meine Richtung, wenn ich sterbe. Ich hätte jetzt nicht am Boden bleiben sollen, das war. Ach, scheiß drauf. Wenigstens sind es nur noch eine Sekunde. Ja, ich bin nicht doch mal gestorben. Es ist zwar toll, dass wir sie endlich mal töten konnten, aber nein, das ist viel zu viel. Das ist viel zu unfair, der Modi. Die Punkte machen gar keinen Sinn. Trotzdem würde ich sagen, ich hatte einer von denen war Annie. Das war voll erfolgreich. Da kann sie uns jetzt noch so augenbringend angucken, Alter. Selbst ihre Tränensäcke haben Tränensäcke. Alter. Die hat zu viel Kaffee getrunken. Das lasse ich mal mit Levi drüber. Alter, geh aus dem Bild. Oder sie hat die ganze Nacht mit Armin getrieben. Und mehrere Nächte. Die Möglichkeit besteht natürlich auch. Wir könnten jetzt natürlich noch eine Runde Female Titan machen. Fuck off! Danke! Nein, Titan, verpiss dich! Niemand will deinen Bauchnabel sehen! Wir würden ja keinen Anis sehen, aber da ist diese scheiß Statistik drüber und ich kann das hier nicht mehr beeinflussen. Tja, nichts mehr zum Draufgeiern. Beenden wir die Folge. Ja, beenden wir sie. Ja, also damit bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss! Was war das gerade für ein unfassbar männliches Geräusch, das du da von dir gegeben hast? Entschuldigung, aber das sagt der sein Pferd Zuckerstute genannt hat. Okay, lass mich zwei Dinge klarstellen. Erstens, Zuckerstute ist, war und wird immer der männlichste Name sein, den jemals ein paar Hufer getragen hat. Und zweitens, fuck you, reiß hier nicht alte Wunden auf, wo mich hier sowieso schon alles an Zuckerstute erinnert, jetzt wo sie nicht mehr unter uns feilt. Oh, das tut mir leid, also, wann war denn das? Es kommt mir so vor, als wäre es erst in der Endcard der letzten Folge passiert. Was auch der Fall war. So. Oh, Zuckerstute! Sie haben Ihren Zielort erreicht. Oh, also, das tut mir jetzt irgendwie sehr leid. Danke, aber weißt du, was mir noch viel mehr auf dem Herzen liegt? Wir hatten jetzt schon zwei traurige Rückblenden in einem einzigen Video und damit haben wir einen neuen Rekord gebrochen! Party! Fuck yeah!